Hoeneß lobt Salihamidžić. Uli Hoeneß gefällt die neue offensive Art von Sportdirektor Hasan Salihamidžić. Er hat jetzt Mut, wirklich sehr offensiv nach vorne zu gehen. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Muss ja irgendeiner auch übernehmen, meinte der Präsident des FC Bayern München in der Bild. Der 41-Jährige hatte zuletzt am vergangenen Wochenende mit selbstbewussten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Ich habe mehr bewegt als meine Vorgänger, hatte Salihamidžić unter anderem in der Welt am Sonntag erklärt. Dembélé zeigt Reue. Barcas Problemspieler hat sich wohl bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Mitspieler Carles Alenia verriet, dass Dembélé vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham in der Kabine vor das Team getreten sei. Er hat sich vor der ganzen Mannschaft entschuldigt und weiß, dass er einen Fehler begangen hat, sagte Alenia der Marca. Er hat sich ein paar Dinge geleistet, aber dessen ist er sich bewusst und er wird das gerade rücken. Der 21-Jährige hatte zuletzt eine Trainingseinheit ganz ausgelassen, zu einer anderen erschien er mit zweistündiger Verspätung. Gündoğan kritisiert Rassismus. İlkay Gündoğan hat die rassistischen Beleidigungen gegen seinen Teamkollegen Raheem Sterling verurteilt. Wir müssen damit klarkommen. Es ist nicht einfach. Ich habe es in diesem Sommer auch erlebt. Ich weiß, wie es sich anfühlt und es schmerzt, wurde der Mittelfeldspieler von Manchester City in englischen Medien zitiert. Am Ende haben wir keine andere Wahl, als stark zu bleiben, zu versuchen, diese Phase zu überstehen und unser Bestes auf den Platz zu geben, sagte Gündoğan. Der englische Nationalspieler Sterling war im Ligaspiel beim FC Chelsea von einigen Heimfans rassistisch beleidigt worden. DFB-Team bleibt die Mannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft wird weiter unter dem Slogan Die Mannschaft auflaufen. Beim DFB-Vorstandstreffen in Hamburg stellte Oliver Bierhoff eine Studie der Marktforschung zum Slogan vor. Nach der WM haben wir vieles kritisch hinterfragt, auch die Marke Die Mannschaft, sagte Bierhoff der Bild. Die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung bestärken uns darin, weiter daran festzuhalten, so der 50-Jährige.